In aller Freundschaft? Das war nicht einfach sich das Liebespaar im echten Leben? Die in aller Freundschaft Darsteller Andrea Katrin Löwig, 56, und Thomas Rühmann, 67, spielen in der beliebten Krankenhausserie inzwischen nicht nur beste Freunde, sondern obendrein noch ein frisch vermähltes Ehepaar. Während manche Fans von diesen Entwicklungen absolut begeistert sind, kritisieren andere das Paar als unglaubwürdig. Einigen ging das Ganze dann doch ein wenig zu schnell, schließlich ist der erste Kuss der beiden nur wenige Wochen her. Doch wie war es überhaupt für die SchauspielerInnen, von einer platonischen in eine romantische Beziehung zu wechseln? Wir müssen uns motivieren, so etwas zu spielen und das war nicht einfach. Sowohl bei Andrea als auch bei mir hat es lange gedauert, sagt Rühmann im Interview mit der Bild-Zeitung. Die Intimität zwischen den beiden Figuren ist also dem schauspielerischen Können der beiden zu verdanken, und nicht etwa heimlich gejuckter Emotionen im echten Leben. Bestätigt auch Löwig im selben Interview, wir sind uns ganz sicher, dass Andrea und Thomas niemals ein Paar sein könnten. Das ist für mich der Abstand, den ich fürs Spielen brauche. Ohnehin ist die Schauspielerin längst vergeben und hat ihren Mann, Andreas Thiele, im Jahr 2021 geheiratet. Die Romanze vor der Kamera hat zumindest positive Auswirkungen auf die Liebe hinter der Kamera. Wie die Darstellerin verrät, es gibt eine andere Energie für die Beziehung, das habe ich zwischen mir und meinem Mann gemerkt. Anführungszeichen. Sie haben Fernsehnews verpasst. Lesen Sie den Serienticker der vergangenen Woche nach. Verwendete Quelle, Bild.de.